Ein vollständig poliertes Game, meine Damen und Herren. Darf ich das jetzt nochmal machen, weil das Spiel nicht rafft, dass ich nicht runterfallen kann? Vor kurzem in einem Livestream hat mir tatsächlich eine Person gesagt, dass sie durch dieses Spiel hier etwas gelernt hat. Anscheinend kamen eben historische Persönlichkeiten vor, von der diese Person noch nichts gehört hat, und dann hat sie die gegoogelt und dann hat sie wirklich was über Geschichte gelernt. Das heißt, wenn noch jemand da draußen ist, der sagt, durch dieses Spiel lernt man nichts und ich erfülle hier nicht meinen Bildungsauftrag, Schachmatt. Warum genau wird die große Nation Frankreich in diesem Spiel eigentlich durch ein Schwein repräsentiert? Ich habe keine Ahnung warum, aber gab es nicht vielleicht noch irgendeinen französischen Kaiser oder einen König oder irgendeinen anderen Adligen, von dem man nichts gehört hat? Musste es unbedingt ein Schwein sein? Das ist schon ein bisschen beleidigend. Willkommen zurück hier bei Rock of Ages 3, wo wir schon bald am Ende sind, denn es gibt jetzt noch dieses Level hier. Dann gibt es hier unten noch zwei Sachen. Dann gibt es noch diesen Bossfight, wodurch dann wahrscheinlich nochmal ein Bossfight freigeschaltet wird, weil dann habe ich alle drei Nebenbossfights gemacht. Dann gibt es, glaube ich, noch irgendwas. Das heißt, wir nähern uns dem Ende dieses Spieles und wir nähern uns auch dem Ende der Dummheit. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, wir fahren nach Frankreich und gucken einfach mal, wer genau das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Okay, oh, Blumen, Frankreich, wunderschön. Wir mischen uns halt wieder in die Geschichte ein, ne? Ich gehöre nicht in diese Zeitperiode. Das Biest. Natürlich spricht das Ding Französisch. Okay. Das Biest, wie aus Die Schöne und das Biest. Ja, 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 die Toilette redet, ja, das ist okay. Okay. Bitte nicht, nein, ich will nicht. Hi. Danke fürs Retten, lieber Stein. Ich bin raus. Oh non, le mur de mon donjon est ruiné. Ma vie est tellement tragique. Ja, Mensch. Na, eigentlich könnten wir jetzt einfach abhauen. Aber nein, wir fangen natürlich wieder Stress an. Das heißt, das hier ist nur eine Anspielung an Die Schöne und das Biest. Nur habe ich jetzt keine Lust, mich in das Biest zu verlieben und den Fluch zu brechen. Ich hau einfach ab. Das ist auch eine Möglichkeit. Okay, cool. Welchen Felsen will ich benutzen? Ich könnte das Rad nehmen. Das ist ziemlich schnell gebaut. Sehr schnell, macht starken Schaden. Aber der Feuerfelsen ist genauso schnell gebaut und macht mehr Schaden. Also ja, ich meine ja, es wird wahrscheinlich langsam langweilig, dass ich immer den Feuerfelsen benutze. Aber ich habe mit dem ganz klar die höchste Erfolgsquote. Weil die Stärke ist nicht unbedingt so schlecht und der Schaden ist gut. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen den Feuerfelsen. Dann wie immer Türmchen mit Upgrades. Dann wo ist der Himmelsbull? Ich finde nicht hier. Dann diese Drehdinger, die habe ich inzwischen auch freigeschaltet. Das Rad des Schmerzes. Und ja, der Name ist Programm. Die Dinger sind nämlich wirklich, wirklich, wirklich heftig. Die Mitte ist seine Schwachstelle. Ich mache jetzt das Upgrade nicht, weil dann hat man oben noch diese Verteidigung, dass man nicht einfach drüber springen kann. Das ist relativ schwer, da drüber zu springen, glaube auch für die KI. Deswegen spare ich mir das mal. Dann vielleicht noch die Wale. Die saugen eben Luft ein und werfen Felsbrocken weg. Oder die Dings, die Panzer auf jeden Fall. Komm, ich will die Panzer noch haben. Dann haben wir noch eine Sache frei. Das Kriegsschiff. Ich weiß es auch nicht. Wir gucken einfach mal, wie das läuft. Wenn das nicht funktioniert, dann stelle ich natürlich meine Einheit wieder um. Aber ich denke, das sollte ganz okay sein. So, wieder zwei rein. Türmchen, hinten dran Himmelsbullen und dann diese Drehdinger und dann hat die KI hoffentlich starke Probleme. Oh nein, ich bin blöd. Ich habe die Banken vergessen. Ich wusste doch, irgendwas ist nicht richtig. Ich habe keine Banken. Also soll ich das neu starten oder soll ich es versuchen? Ohne Banken ist echt schwer. Weil dann fehlt dir wirklich, wirklich einiges an Geld. Ich versuche es einfach mal. Komm, ich versuche es einfach mal. Ich habe jetzt eben das hier gebaut. Das ist schon krasse Verteidigung. Aber eben nur am Anfang. Sobald er hier durch ist, hat er freie Fahrt. Und mit einer Bank hätte ich dann später genug Geld, um sowas hier überall auf der Map zu bauen. Ohne Bank geht das jetzt eher nicht so. Wir gucken einfach mal. Und es geht los. Dann schauen wir uns mal an, was das Kollege Biest, der Satz macht keinen Sinn, das Kollege, was der Kollege so gebaut hat. Kühe, Ei, und Frösche und Guillotine. Oh, Spaß dir, Kumpel. Geh weg damit. Ach, hier geht's nicht weiter. Hier ist die Bank.
nimm die Dinger weg. Und der ist schon durch meine Verteidigung durch. Ja, okay. Okay. Ich merke schon. Ich hätte eine Bank mitnehmen sollen. Wie ist das hier gedacht? Ah, es gibt eine Rampe. Die habe ich nur, glaube ich, irgendwie überfahren. Beschleunigung? Hallo, das ist ein Beschleunigungstunnel. Ist die Beschleunigungsmaschine kaputt? Ich habe das selber gerade neu gestartet, weil das hat überhaupt nicht funktioniert. Dieser Beschleunigungstunnel hat mich nicht stark genug beschleunigt. Und ich konnte nicht über die Lücke springen. Und ich habe halt Banken vergessen, deswegen ist das ziemlich blöd. Was auch bedeutet, dass ich jetzt alles nochmal machen muss. Aber ja, das war so tendenziell unspielbar. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. Und geben uns hoffentlich etwas mehr Mühe. Ja, die Panzer haben jetzt gar nicht funktioniert. Das hat quasi gar nichts gemacht. Das war dem total egal. Versuchen wir es so. Komm, versuchen wir es so. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen dauern, weil ich glaube, der Typ ist relativ krass. Oder ich bin einfach nur schlecht. Es könnte natürlich beides sein. Jetzt hat's funktioniert. Okay, das Ding hat mich vorhin einfach nicht weit genug geschossen. Ich habe keine Ahnung, warum. Und der ist jetzt schon komplett durch meine Verteidigung. Ja, als ob das den überhaupt nicht juckt, was ich mache. Das ist merkwürdig. Okay, das ist durchaus... Ich habe eine blöde Kuh an mir. Du bist ein Assi. Was? Ich konnte einfach nicht zufahren, ja. Das ist... Okay, Bro. Okay, zumindest sind wir gleich auf. Und ich bin im Schaden sogar vor dir. Komm schon. Das hier vorne hat den überhaupt nicht interessiert. Das hier. Der ist einfach straight drüber gefahren. Das war dem total egal. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Nichts, was ich mache, juckt den. Als fährt der durch Schienen. Das ist doch abartig. Das ist dem total egal. Ich kann machen, was ich will. Der fährt auf Schienen, der Typ. Das ist ganz merkwürdig. So als merkt die KI auf einmal, hey, wir nähern uns zum Ende des Spieles. Ich lasse mich durch nichts aufhalten. Das ist total krass. Das ist total krass, was der Typ zusammenfährt. Ich fahre jetzt auch den Globus. Komm, wenn du Cheese machst, dann mache ich auch Cheese. Fahre jetzt diesen blöden Globus. Und das mit den Türmen funktioniert gefühlt gar nicht mehr. Also ich nehme sie trotzdem. Aber das lässt doch stark nach, die Wirkung davon. Okay, Kumpel. Okay, dann das, damit du nicht drüber springst. Dann das, weil du mir einfach nur auf die Nerven gehst. Und das, weil ich Geld brauche. Ich versuche das nochmal, okay? Dieses Schwein wird mich nicht loswerden. Bitte was, Spiel? Ich steck fest. Ich kann nicht runterfallen, aber ich komme auch nicht hoch. Ein vollständig poliertes Game, meine Damen und Herren. Darf ich das jetzt nochmal machen, weil das Spiel nicht rafft, dass ich nicht runterfallen kann? Das ist meine Leertaste, by the way. Ist es schon nervig? Gut, weil ich bin auch angenervt. Warum? Das Level ist cursed. Dieses Level ist cursed. Ich kann mir nochmal das angucken, Mann. Jetzt kann ich nochmal alle Einheiten auswählen, nochmal alles bauen, nochmal warten, bis der Felsen gebaut ist, weil das Spiel zu dumm ist, um zu raffen, dass ich festhänge. Nicht schon wieder. Das ist jetzt der fünfte Anlauf, weil ich hatte vorhin wieder den Bug mit diesem Beschleunigungsding, das nicht funktioniert hat, auch wenn man von weit aus weiter weg anfährt und schon Geschwindigkeit drauf hat, funktioniert es nicht. Jetzt stecke ich wieder fest an der Stelle, weil das Ding nicht genug Boost liefert. Das ist nämlich gefühlt random, wie viel Boost es liefert. Manchmal reicht es, um die Lücke zu überspringen, manchmal nicht, obwohl man da vorne an der Rampe selber nochmal abspringt. Ich stecke schon wieder fest. Wisst ihr was, ich habe keine Lust mehr drauf. Nee, das Level ist cursed. Das machen wir. Ich habe keine Lust mehr auf das blöde Schwein. Ich habe das jetzt 5-mal gemacht. Zweimal habe ich legit verloren, das habt ihr, also erstmal habt ihr gesehen, das zweite Mal habt ihr nicht gesehen. Dreimal waren es irgendwelche Bugs, die es verändert haben. Zweimal bin ich da festgegangen. Einmal hat eben dieses Beschleunigungsding nicht richtig funktioniert. Ich habe versucht, von weiter weg anzufahren, habe versucht, noch an der Rampe selber zu springen. Hat nicht funktioniert, als ob das Ding überhaupt keinen Effekt hat und ohne das Ding kann man die Lücke nicht überspringen. Also ja, darauf habe ich keine Lust. Das Schwein kam nicht mal. Ich gehe in den Pazifischen Ozean und Gott bin ich mad. Ist das verständlich? Ich habe 2 von 5 legit verloren, der Rest waren Bugs. Okay, okay, wir machen Moby Dick. Wir machen Moby Dick. Ich weiß, wie Moby Dick funktioniert. Moby Dick habe ich in der Preview-Fassung schon mal gemacht. Das ist nicht wirklich schwer, das geht. Außerdem ist das ein echt kleines Schiffchen. Ja, aber der Wal, auf dem das Schiffchen steht, ist nicht klein. Moby Dick. Okay. Ja, Männer über Bord. Und zwar alle. Natürlich können wir schwimmen. Logisch.
Ja, dumm gelaufen. Ist noch jemand übrig oder muss der Stein alles alleine machen? Es ist niemand mehr übrig, ja. Der Stein muss die jetzt retten. Weil alle anderen wurden gefressen. Und jetzt ist es ein direkter Showdown zwischen mir und Moby Dick. Na, ihr wisst ja, wie das lief. Das war nicht Captain Ahab oder so mit einer Harpune. Nee, es war ein Felsen. Ganz einfach, es war ein Felsen. Die Musik ist jetzt schon blöd und es gibt süße kleine Pinguine. Ich wusste nicht, dass das geht. Das war jetzt eigentlich nur aus Prinzip. Okay. Und es ist wie schon in der Preview-Fassung ein Hindernisparcours, den ich in gewisser Zeit machen muss. Ansonsten habe ich verloren. Das Ding ist, in der Preview-Fassung standen keine Dinge hier rum, die mich genervt haben. Es war schon ein Hindernisparcours, aber es standen keine Hindernisse außer hier. Lücken rum, über die ich springen musste. Und jetzt haben wir die Dinger. Musste es noch schwerer sein? Das war so schon teilweise herausfordernd genug Spiel. Alles klar, der Wal ist mad. Oh nein, 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 nein. Liebe Leute. Liebe Leute, ich bin hier nur auf der Durchreise, okay? Ich bin, ich muss jetzt da rein, stimmt. Jawohl, ich bin hier nur auf der Durchreise. So, guck mal, wer da ist. Hallöchen, ihr wart in der Preview-Fassung gar nicht da. Hey, was geht? Ich hol euch raus, Jungs, ich hol euch raus. So, wir müssen nämlich Pfefferfässer kaputt machen. Um dieses Viech zum Husten zu bringen. Und dann kommen wir auch an das Ding ran, was sich natürlich ausfährt. Logisch, ne, so funktioniert das. Und dann dran. Und dann haben wir einen Hit. Das ist die Idee. Und das muss ich jetzt halt mehrfach machen, glaube ich, ne? Jetzt werde ich wieder auf eine andere Plattform gespuckt. Jetzt geht es gerade wieder los. Aber so retten wir unser Schiff und unsere Crew. Und hier ist das Ziel. So, Wally. Komm schon. Zeig dich und wieder mitten rein. Genau, jetzt machen wir das nochmal. Und ich glaube, danach nochmal und dann müsste es gelaufen sein. Hallo, Jungs. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier hinten ist ein Fass. Hier ist ein... Du warst in der Preview-Fassung schon da, ne? Und du hast mich schon damals genervt. Ich weiß es doch ganz genau. So, dann fahr das Ding mal wieder aus, diesen ekelhaften Schleimsack. Und dann, rinnen. Jawohl. Cool. Jetzt machen wir das nochmal. Und danach müsste Moby Dick down sein. Glaube ich zumindest. So, das ist wieder ein Teil der Crew. Und here we go again. Im Prinzip ist es dreimal derselbe Bossfight. Es könnte aufregender sein, muss ich halt wirklich sagen, ne? Die stecken im Level fest. Okay. Alles klar. Die sind jetzt einfach ganz komisch unter der Erde festgegangen. Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Und diese Rampen gegen die habe ich was seit dem Level gerade eben. Das war nämlich wirklich Quatsch. Weil eben manchmal, ich muss mich jetzt nochmal drüber aufregen. Manchmal bist du direkt auf dem Ding gesprungen. Und es hat nicht gereicht. Manchmal bist du drüber gefahren, es hat nicht gereicht. Manchmal hat es aber gereicht bei beidem. Also ja, das ist extrem inkonsistent. Super, super inkonsistent. Und das hat mich einfach aufgeregt. Das fand ich einfach nervig. Und dann noch zweimal dieses Festgehänge da. Wegen diesem blöden Bug, dass das Spiel nicht rafft, dass ich nicht weiterkommen kann und nichts dagegen macht. Da hatte ich dann genug. Das wollte ich nicht. Das war dann der Zeitpunkt. Ich häng fest, ich häng fest, ich häng fest, ich häng fest, ich häng... Wenn ich festhänge, habe ich meistens genug. Hey, 69 Sekunden, das ist eine nice Zahl. Wenigstens werde ich nach vorne gesetzt. Danke, Spiel. So, alle guten Dinge sind drei. Also machen wir das nochmal. Hallöchen, Wally. So, jetzt müsste aber gut sein. Ich glaube, das ist jetzt das Letzte. Stimmt, hier ist ja eine Dings. Eine Balliste auf dem blöden Boot. Die Verteidigungsanlagen sind also noch vollständig operationsfähig. So. Cool, die Musik ist übertrieben episch dafür, dass ich jetzt im Prinzip einfach nur einen Hindernisparcours gefahren bin dreimal. Und dreimal diesen Quatsch hier gemacht habe. Das ist, glaube ich, der einfachste Bossfight von allen. So, bumm, das war's. Wir haben gewonnen. Ich weiß nicht, warum ihn das umlegt. Aber wir haben gewonnen. Wir haben unsere Crew wieder, unser Schiff kriegen wir nicht, aber zumindest die Leute. Ahabs Felsen. Sieg! Yay! Die Frage, ich habe wieder keine Maus. Die Frage ist, was ist der Bossfight, den ich jetzt dadurch freigeschaltet habe? Weil jetzt leuchten hier oben rechts alle Lampen. Was kann ich da machen? Wahrscheinlich gegen dieses
komische Pferd da kämpfen. Ein Seep, das doppelte Seepferdchen. Ich habe keine Ahnung. Wir kämpfen gegen Poseidon höchstpersönlich. Mit dem SpongeBob-Hintergrund. Auf zu Poseidons Bootmobil. Das ist so blöd. Das hätte er jetzt nicht schwimmen können. Er ist doch der Gott des Meeres, Mann. Das ist der Typ vom Anfang. Der ist platt. Excuse us. Do you know which way to Ithaca? What you do? Oh wow, wee. Horsey. Pferdi, Pferdi. Oh Gott. Poseidon, God of horses and earthquakes, will be fair. If you want to return home, first you must defeat me. Okay. Oh, Need for Speed Underground. Need for Speed Underwater. Okay, wir müssen ein Rennen gegen ihn gewinnen und dann darf ich nach Hause. Das heißt, dann habe ich das Spiel durchgespielt. Ich müsste ja nicht die anderen Sachen machen. Ach so. Ich gegen Poseidon in einem fairen Duell unter dem Meer. Ich lache ja jetzt, wenn sein Pferdeschlitten irgendwie Unterboden beleuchtet ist. Das wäre ein guter Gag. Bitte sag mir, sie haben das gemacht. Alles klar, hier muss ich durch. Runde 1 von 3. Es ist wirklich wie Need for Speed. Und natürlich, der muss sich auch nicht um Hindernisse oder so kümmern. Der kann einfach Vollgas fahren. Alles klar, Bossmann. Alles klar, wie genau soll ich den einholen, wenn ich das Handling habe von einer Kuh auf Glatteis? Und er 100 Mal schneller ist. Ist das eigentlich ein... Wow! Wow. Ist das eigentlich ein Mario Kart-Witz? So Rainbow Road-mäßig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe dich überholt. Ich habe dich überholt. Das ist wirklich wie Need for Speed. Gummiband-KI. Gummiband-KI. Jetzt hängt er mir wieder hinten dran und wenn ich zu weit zurückfalle, wartet er. Zum Glück bist du ein Gott, ansonsten würde ich dir eine reinhauen. Warum kriege ich eigentlich keine blöden Schildkröten, die ich hinlegen kann? Warum ist mir das nicht vergönnt? Warum kriegt das nur er? Das ist lame. Ich würde auch gerne irgendwie Fallen hinlegen oder Bananen oder sowas, wenn wir schon beim Mario Kart sind. Aber nein, kriege ich nicht. Kriegt nur er. Weil er braucht Cheats, um zu gewinnen. Ich kann das auch einfach so. Und hier diese Teile mag ich gar nicht. Das ist so schwer zu fahren. Und er stößt mich halt auch die ganze Zeit weg. Er fährt auch schmutzig, ne? Er fährt mir auch hinten drauf und so. Keine Ehre unter Göttern, my guy. Keine Ehre unter Göttern. Wie soll ich das gewinnen? Wobei, doch, das geht. Das geht. Nee, es geht nicht. Wie soll ich das gewinnen? Ich habe das perfekt gefahren, von vorne bis hinten. Ich habe keinen Fehler gemacht. Es ist so hart geskriptet. Es ist so krass. So krass. Er überholt mich immer wieder an derselben Stelle und ich überhole ihn immer an denselben Stellen. Also eigentlich könnte ich auch ein Makro machen und es wird auf dasselbe rauskommen, weil es überhaupt nicht darauf ankommt, was du machst, sondern wie sich das Spiel gerade fühlt. Bergauf ist er viel schneller als ich. Jedes Mal. Das ist ja eigentlich unfair. Weil er kann Sachen, die ich nicht kann. Ich meine, ja, er ist ein Gott, aber wie ist das ein faires Wettrennen? Guck dir mal, wie der wegzieht, Mann. Das ist, wenn der V-Tech reinhaut in seinen blöden Seepferden. Das ist so knapp. Das ist so knapp. Poseidon, bitte. Dankeschön. Okay, vollständige Offenheit. Ich habe das Spiel jetzt runtergestellt. Auf leicht. Weil ich habe das hier 6 Mal versucht. Und wollte es nicht den ganzen Abend machen. Hey, das ist so nervig. Die KI ist so offensichtlich auf Schienen. Oh Gott, ey. Und dann eben, wenn du zurückfällst, der macht sich einen halben Kaffee und wartet auf dich. Wenn du aber vor ihm bist, dann, keine Ahnung, stellt er den Heckflügel flach und gibt Vollgas. Das ist so krank, das ist so abartig. Okay, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust mehr. So, können wir heimgehen. Penelope. Ich werde vermisst, keine Sorge. Den bringen wir zurück. Ja, Schiffchen kommt. Okay. Hi. Wo ist der Typ? Dein Chef? Er hat es nicht geschafft. Nun? Da. Wie so ein Teppich. Bitteschön. Sorry. Er hat es nicht geschafft. Mensch.
Ist egal, ich bin frei. Das war's. Wir chillen. Okay. Das war's. Das war Rock of Ages 3. Also ich habe jetzt nicht jedes Level gemacht, aber das ist die Story. Das heißt, du musst genug Sterne bekommen, um die Bossgegner machen zu können. Und dann gewinnst du am Ende das Rennen gegen Poseidon, wenn dich die KI lässt. Und du kommst nach Hause. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob ich den Rest noch machen will. Das mit dem Schwein, das hat mich so unglaublich angenervt. Weil eben, da spielen Gott und das Spaghetti-Monster einfach Bällchen, okay? Weil eben diese Windtunnel funktionieren manchmal einfach nicht, egal wie schnell man durchfährt, wodurch man dann einfach runterfällt die ganze Zeit. Beim Gegner funktioniert es übrigens immer, logisch. Und der da ist am Jam, sieht aus wie ein Fortnite-Dance. Und diese eine Stelle, wo man festhängen kann und das Spiel rafft nicht, dass man nicht weiterkommt und setzt einen nicht zurück, das geht mir auch furchtbar auf den Nerven. Allgemein, ich habe so das Gefühl, in den Vorgängern war es so, dass der Gegner ähnlich viel Zeug bauen konnte wie du. Und hier ist es jetzt einfach so, du kannst so maximal so 20 Türmchen bauen oder so mit dem Geld, was du hast. Während der Gegner, glaub, irgendwo eine Goldmine angezapft hat und konstant das Ding leer macht, weil der baut so viel, dass man meinen könnte, er versucht eine Armee aufzuhalten. Das ist ein bisschen unaussichtlich. Ist mir hier stärker aufgefallen als in den Vorgängern. Okay, der Typ sieht immer noch nichts, aber der andere, ne, der Typ ist ein echter Bro. Der hilft ihm darüber. Und jetzt sind ihm die Wolken ausgegangen oder er wollte ihn einfach fallen lassen, hat noch mit ihm gespielt. Ich weiß es auch nicht. Alles klar, das sind die. Ich meine, ja, es ist cool, aber ich war signifikant öfter angenervt als beim ersten und zweiten Teil. Das ist kein gutes Zeichen. Alles klar, mein Boy Montezuma ist immer noch ein bisschen mad, weil ich ihm das Spiel versaut habe. Ich muss mich übrigens korrigieren, das ist kein Maya-König, der gehörte zu den Azteken. Das ist wieder was anderes. Okay, guten Morgen, Sonnenschein. Was machen wir jetzt? Neues Abenteuer? Keine Ahnung, wir sind ja fertig. Also noch nicht ganz, aber offiziell ja. Ist ja gerade vom Dach gelaufen. Wie weit ist er gefallen? Wie weit geht's da runter? Das Ende. Ich höre ihn nicht, also gibt's ihn wahrscheinlich nicht mehr. Er ist draufgegangen an Idiotie. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob ich den Rest noch spielen will. Also, ganz ehrlich, das mit dem Schwein hat mich einfach nur unglaublich angenervt. Weil eben, ich hab's fünfmal probiert, zweimal habe ich legit verloren, der Rest war Bugs und sonst irgendwas, was nicht richtig funktioniert hat. Was käme noch? Das hier ist Österreich. Okay. Und das hier wäre Moskau. Ist das, das ist mein Boy Rasputin. Das ist mein Boy Rasputin. Warte, wir gucken uns wenigstens noch die Zwischensequenzen an. Ich weiß nicht, ob ich das noch machen will, aber wenigstens die Zwischensequenzen will ich noch sehen. Es ist der Weihnachtsmann. Okay, Waldemar, Helmut, Jürgen, Daniel, Ursula, Fritz. Gut, ist das das Buch der guten Kinder? Da stehst du bestimmt nicht drin, ne? Hast du mir die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Räum mir die Spülmaschine aus, hilf mal deinen Eltern. Bitte lass sie nicht den Witz gemacht haben. Nicht, dass das ein gewisser Österreicher ist. Ne? Otto ist nicht gut gewesen. Der Krampus. Ah, okay. Der Weihnachtsverderber, ha? Huh? Heavy Metal, Bro! Jawohl, der hat allzu viel Doom gespielt. Einfach BFG Division auf voller Lautstärke blasten und gib ihm. Und er ist weg, hat alles kaputt gemacht. Aber sie war doch gut, warum macht er alles kaputt, Mann? Nimm ihn doch einfach mit und verschwinde. Okay. Das ist der Krampus. Warum genau hab ich, oder muss ich jetzt gegen den spielen? Weil, ich meine, ich habe ja nichts mit ihm gemacht. Ne? Der hat ja nichts gegen mich. Ich bin mir sicher, ich war gut. Okay, cool, das wäre das. Das heißt, das ist der Krampus. Und jetzt ist die Frage, was macht mein Boy Rasputin so? Was ist so seine Aufgabe? Ah. Zar? Zar ist das der richtige Titel? Er steuert den Zaren, ne? Weil der hatte so viel Macht. Das war quasi gefühlt der eigentliche Herrscher. Damals. Also Rasputin. Okay. Oh oh. Sorry, ich habe deine Bühne kaputt gemacht. Tut mir echt leid.
Ja, und den Zahn gibt's nicht mehr. Rasputin. Mönch böse, Prediger sauer. Oh, okay. War das Hand-Emoji? Und natürlich kann der magische Moves, ne, logisch. Als kommt aus irgendeinem Fighting-Game. Das ist so blöd. My main man, Rasputin. Die vermutlich mächtigste Person damals in Russland. Ah, oh, das sieht halt cool aus, ne? Ah, das ist cool. Eigentlich will ich spielen, aber ich bin zu angenervt gerade dafür. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Rock of Ages 3. Ich kann nicht versprechen, dass ich die drei Level hier noch mache. Weil eben das Schwein hat mich so stark angenervt. Ich will eigentlich fast kein normales Level mehr spielen. Auch wenn das gerade eben echt cool aussah. Mit dem Rotplatz und alles. Aber nee, für heute bin ich erstmal raus. Das Rennen gegen Poseidon hat mir noch den Rest gegeben. Das war so schlimm, dass ich das Spiel auf leicht stellen musste. Was ich bisher noch nie gemacht habe, aber es hat mich einfach so stark angenervt, dass der Typ einen dauernd überholt, wenn er das gar nicht können sollte, weil er so weit zurückliegt. Also ja, ich bin für heute raus. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Googelt einfach diese Persönlichkeiten und lernt irgendwas daraus. Am besten lernt ihr nicht irgendwas aus diesem Spiel, weil das ist historisch vielleicht nicht ganz so korrekt. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Boah, ey, manchmal ist das Spiel so lustig und manchmal regt es so übertrieben auf. Das ist krass, der Gegensatz.